Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie bitten, Platz zu nehmen und gegebenenfalls in den Plenarsaal hineinzukommen, und darf eröffnen, die ein bisschen mehr Ruhe braucht man noch, darf eröffnen die 85. Plenarsitzung des Hessischen Landtages, kann die Beschlussfähigkeit feststellen, darf Ihnen mitteilen, dass die Fraktionen der SPD und der Freien Demokraten mit Schreiben vom 28.10.2021 um Einberufung einer Sitzung des Hessischen Landtages gebeten haben. Die Einladung zu der heutigen Plenarsitzung ist daher unter Verkürzung der Frist nach § 57 Absatz 4 unserer Geschäftsordnung erfüllt. Ich darf Sie bitten, sich von Ihren Plätzen zu erheben. Denn seit unserer letzten Sitzung ist ein ehemaliger Kollege verstorben, dessen wir gedenken möchten. Im Alter von 83 Jahren ist am 13. Oktober 2021 der frühere Abgeordnete Alois Zumbregel verstorben. Alois Zumbregel wurde am 5. August 1938 in Vechta-Oldenburg geboren. Er war von 1959 bis 1962 Bezirkssekretär der christlichen Arbeiterjugend in Recklinghausen. Daran schloss sich von 1963 bis 1994 die Tätigkeit als Sozialsekretär der katholischen Arbeitnehmerbewegung in Kassel an. 1959 trat Alois Zumbregel in die Christlich-Demokratische Union ein. Er war lange Zeit kommunalpolitisch aktiv und wurde 1994 Abgeordneter des Hessischen Landtages, dem er bis 2003 angehört hat. Darüber hinaus war Alois Zumbregel vom 5. April 1999 bis zum 4. April 2003 stellvertretender Vorsitzender der CDU-Fraktion im Hessischen Landtag, und er gehörte in seiner Zeit als Abgeordneter unter anderem dem Ausschuss für Jugend, Familie und Gesundheit an, dessen stellvertretender Vorsitzender er auch über viele Jahre hinweg gewesen ist. Alois Zumbregel war verheiratet und hinterlässt zwei Kinder. Unser Mitgefühl gilt seiner Familie und seinen Angehörigen. Sie haben sich zu Ehren des Verstorbenen von Ihren Plätzen erhoben. Ich danke Ihnen dafür. Meine Damen und Herren, für den ausgeschiedenen Abgeordneten Armin Schwarz, der mit Ablauf des 25. Oktober 2021 auf das Mandat verzichtet hat, ist gemäß § 40 Absatz 2 des Landtagswahlgesetzes Herr Jan-Wilhelm Pohlmann Abgeordneter des Hessischen Landtages geworden. Feststellung über die Nachfolge nach § 40 Absatz 5 Satz 1 Landtagswahlgesetz hat der Landeswahlleiter am 2. November 2021 getroffen. Für den ausgeschiedenen Abgeordneten Jürgen Lenders, der mit Ablauf des 25. Oktober 2021 auf das Mandat verzichtet hat, ist gemäß § 40 Absatz 1 des Landtagswahlgesetzes Frau Lisa Deißler Abgeordnete des Hessischen Landtages geworden. Und auch hier hat der Landeswahlleiter die entsprechende Feststellung am 26. Oktober getroffen. Und für die ausgeschiedene Abgeordnete Janine Wissler, die mit Ablauf des 31. Oktober 2021 auf das Mandat verzichtet hat, ist gemäß § 40 Absatz 1 des Landtagswahlgesetzes Herr Axel Gernke Abgeordneter des Hessischen Landtages geworden. Auch hier hat der Landeswahlleiter die entsprechende Feststellung, und zwar am 1. November 2021, getroffen. Sehr verehrte Frau Deißler, sehr geehrter Herr Pohlmann, sehr geehrter Herr Gernke, ich will Sie ganz herzlich hier in unserem Hause begrüßen. Ich wünsche uns allen eine gute, eine erfolgreiche und eine fruchtbare Zusammenarbeit. Wir freuen uns auf Sie, wir freuen uns auf die Mitarbeit und die Zusammenarbeit mit Ihnen hier im Hessischen Landtag. Und ich habe das an der einen oder anderen Stelle dem einen oder anderen von Ihnen schon gesagt. Wenn Sie irgendeine Frage haben, wenn Sie ein Problem haben, wenn Sie irgendetwas auf dem Herzen haben, bitte melden Sie sich. Melden Sie sich bei der Kanzlei des Hessischen Landtages, melden Sie sich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die unheimlich engagiert immer
auf alle Bedürfnisse eingehen und für fast jede Frage eine Lösung haben. Aber Sie können auch jederzeit zu mir kommen. Meine Türe. Also so oder so. Also jedenfalls, Sie sind herzlich willkommen. Kommen Sie einfach und kommen Sie auch einfach rein. Also die Türe stehen Ihnen, wie gesagt, offen. So, schön, dass Sie da sind. Die Tagesordnung vom 3. November 2021 liegt Ihnen vor. Noch eingegangen oder auf Ihren Plätzen verteilt ist ein dringlicher Entschließungsantrag von CDU und Bündnis 90 Die Grünen, den Menschen weiter helfen, Corona-Hilfen nach den Kriterien des Staatsgerichtshofs neu ausstellen, 20-6631. Ich darf fragen, ob die Dringlichkeit bejaht wird. Das ist der Fall. Dann wird dieser dringliche Entschließungsantrag Top 2 und wir rufen ihn zusammen mit Top 1 auf. Ebenfalls noch eingegangen auf den Plätzen verteilt ist ein dringlicher Antrag der SPD und der FDP betreffend Urteil des Staatsgerichtshofs im Sinne der Bürgerinnen und Bürger umsetzen. Drucksache 20-6636. Auch hier frage ich, ob die Dringlichkeit bejaht wird. Das ist der Fall. Dann wird dieser dringliche Antrag Top 3 und wir rufen ihn mit 1 und 2 zusammen auf. Und weiterhin eingegangen und auf den Plätzen verteilt ist ein dringlicher Antrag der AfD. Entscheidung des Staatsgerichtshofs, Transparenz bei der Entwicklung der Folgen des GZSG unerlässlich, 20-6638. Auch hier frage ich, die Dringlichkeit bejaht wird. Das ist der Fall. Dann kommt Top 4 zu Top 1, zu Top 2 und zu Top 3 und wir rufen ihn gemeinsam auf. Wenn der vorliegende Ablaufplan funktioniert, tagen wir heute voraussichtlich bis 16.30 Uhr. Im Anschluss an die amtlichen Mitteilungen wird der Tagesordnungspunkt Urteil des Staatsgerichtshofs des Landes Hessen vom 27. Oktober 2021 zusammen mit den Tops, die wir eben beschlossen haben, 2, 3 und 4 aufgerufen. Wir haben eine Redezeit von 20 Minuten je Fraktion vereinbart. Ich darf Ihnen noch mitteilen, dass wir im Zusammenhang mit der Eindämmung des Coronavirus die Allgemeinverfügung bis zum 31. Januar 2022 verlängert haben. Und ich darf Ihnen, Sie praktizieren es aber auch schon, hinsichtlich des Tragens eines Mund-Nasen-Schutzes mitteilen, dass wir gestern im Ältestenrat vereinbart haben, dass das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes bis zum Einnehmen des Sitzplatzes im Plenarsaal erfolgen muss, dass aber am Sitzplatz der Mund-Nasen-Schutz abgenommen werden kann. Ich will ausdrücklich darauf hinweisen, dass die Regelung auch für die Ausschusssitzungen gilt und dass sie möglich ist, weil wir die notwendigen Abstände in den Sitzungsräumen, aber natürlich auch hier weiterhin im Plenarsaal gewährleisten. Das ist das A und O. Und ich habe eine herzliche Bitte an Ausschussvorsitzende und natürlich auch an die entsprechenden Geschäftsführer, dass gerade in den Ausschusssitzungen die Abstände ebenfalls eingehalten werden. Mir ist zu Ohren gekommen, dass das aufgrund verschiedener Umstände nicht immer so einfach möglich ist, aber es ist dringend notwendig. Deswegen achten Sie bitte auch in den Ausschüssen darauf. Heute fehlen entschuldigt die Kollegin Wiebke Knell, die Kollegin Manuela Strube und ich glaube, es gibt noch weitere Entschuldigungen. Rufen Sie sie mir einfach zu. Ich glaube, der Kollege Scholz fehlt. Entschuldigt. Gibt es sonst noch jemanden? Kollege Felstehausen? Hermann Schaus. Also Hermann Schaus und Frau Böhm. Alles klar, fehlen auch entschuldigt. Haben wir sonst noch jemanden, der fehlt? Ja, Kollege Bedino. Herr Präsident, ich darf Herrn Schad entschuldigen. Er hält sich aus Sicherheitsgründen zu Hause auf. Das ist immer gut. Also zu Hause ist immer am sichersten. Also würde aber, es kommt darauf an, Jörg Owen, das stimmt. Es kommt immer aufs Zuhause an und auf die Umgebung im Zuhause. Allerdings wissen wir, wie es gemeint ist, Kollege Bellino. Und es soll Sie alle nicht dazu verleiten, zu Hause zu bleiben, sondern gerne zu den Plenarsitzungen zu kommen. Also, das sind die Entschuldigungen. Es gibt aber noch was sehr Erfreuliches, nämlich, dass ich der Kollegin Eva Goldbach, Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, gratulieren darf. Und zwar nicht zum Geburtstag, sondern zur Hochzeit am 16. Oktober 2021. Alles Gute, viel Glück. Ja, und nachträglich in Abwesenheit zum runden Geburtstag kann ich auch der heute entschuldigten Kollegin Wiebke Knell gratulieren. Sie hatte am 24. Oktober Geburtstag und auch ihr gratulieren wir in Abwesenheit ganz herzlich. Damit
Ja, damit sind wir hier am Ende der amtlichen Mitteilungen. Ach so, das muss ich Ihnen noch mitteilen. Ja, passen Sie auf, weil das habe ich irgendwie hier nicht liegen. Also, wir haben Folgendes vereinbart für die jetzt ablaufende, doch, Sie haben es mir bestimmt irgendwo aufgeschrieben, aber ich mache es jetzt so, für die jetzt abfolgende oder für den jetzt folgenden Tagesordnungspunkt haben wir vereinbart, dass wir in folgender Reihenfolge reden. Es beginnt die Vorsitzende der Fraktion der Sozialdemokraten, dann spricht die Landesregierung, dann spricht die Freien Demokraten, dann spricht Bündnis 90 die Grünen, dann spricht die AfD, dann spricht die Linke und dann die CDU und dann die Fraktionslosen. Und sonstige haben wir hier nicht. Also das wäre es dann und so wollen wir auch versuchen, dann zu verfahren. Gut, ja, die Landesregierung spricht zu zweit, also an zweiter Stelle. Dann haben wir das also auch vereinbart.